Hallihallo, hier ist der Lars von Ruhe Energie. Ich habe in den letzten Tagen ganz viele Anfragen bekommen wegen unseres Kuvings Hold Slow Juicer B6000 heißt das Ding, glaube ich. Viele Leute haben gefragt, anscheinend ist jetzt wieder so Saftfastensaison oder Saison für Entsafter und Mixer, ob man damit auch nur Grünzeug entsaften kann. Ja? Das ist hier so ein Entsafter, mit dem man eigentlich alles entsaften kann, aber alleine das Grünzeug, da wäre eher ein horizontaler Entsafter, das richtige oder ein vertikaler, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist es so, hier oben geht das Zeug rein, wird hier durchgeschneckt und dann kommt hier das raus, der Rest und hier der Saft und das ist quasi um die Ecke rum und das ist natürlich mit diesem faserigen Grünzeug immer etwas schwierig. Es geht aber, und zwar zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich habe hier jetzt Rucola und Spinat mal gewaschen. Und packt das jetzt immer nur so in ganz kleinen Portionen hier rein, schiebt das mit dem Stößel ganz vorsichtig hier runter und dann klappt das auch. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich mache das Ding jetzt nochmal an. Nehme hier so eine kleine Handvoll von Grünzeug, stecke das hier oben vorsichtig rein, schmeiß die Hälfte daneben und dann stoße ich das ganz sachte hier nur mit so einem Fingerchen hier rein und zieh das auch wieder raus, gebt dem auch noch ein paar Sekunden, dass er das richtig reinziehen kann und durchziehen kann. Und wie man sieht, hier kommt hier der Trester raus und hier kommt der grüne Saft raus. Und das mache ich jetzt einfach mal so weiter, bis das hier fertig ist. So, ich habe jetzt alles reingeworfen, alles ist weg. Jetzt haben wir hier im System natürlich noch ein bisschen Grünzeug drin hängen. Jetzt mache ich Folgendes, ich mache diesen Stöpsel hier zu und schütt hier so ein kleines Glas gefiltertes Wasser hier oben rein. Und jetzt löst das nochmal diese ganzen Schwebstoffe und kleinen Sachen da, die dann noch rummachen. Lass das hier ein bisschen zu und mach das hier gleich auf. Und dann kommt hier der Rest Saft noch mit heraus. Lass ich jetzt nochmal so ein paar Sekunden laufen, damit alle Tropfen rausgehen. Und dann, was ich immer mache, ich filtere diesen grünen Saft gerne nochmal durch ein Sieb. Und dann werde ich den wahrscheinlich auf Ex trinken, damit ich einfach mein Grünzeug für heute runtergeballert habe. Ich habe den Deckel auch mal abgenommen und hier kann man sehen, dass das ziemlich gut klappt mit dem Grünzeug, wenn man es halt wirklich langsam macht. Ich kann das hier vielleicht mit einer Hand, kriege es vielleicht irgendwie raus, ja. Es geht, guck. Das hat sehr gut funktioniert, also es ist nicht großartig verklumpt oder so. Sieht ziemlich gut aus, also er hat hier sowohl Spinat als auch Rucola sehr gut geschafft. Hier unten liegt der Trester, der ist ziemlich trocken. Ich kann ja nochmal hier anfangen, also es ist feucht natürlich noch, aber es ist ziemlich gute Ausbeute. Und jetzt würde ich hier diesen grünen Saft, wo ja auch ein bisschen Wasser mit drin ist, würde ich hier nochmal durch ein Sieb geben. Und lasse das hier abtropfen und ich kriege hier mit dem Wasser, was ich zugegeben habe, so 400 Milliliter ungefähr raus und das gebe ich mir jetzt gleich in ein Glas und werde das mal trinken. Ich filme das aber für euch, weil ich hasse es. So, ich habe mir meinen Saft ein schönes Glas gegeben, muss ja auch Spaß machen. Ich bin kein Fan von grünen Säften. Ich probiere mal, normalerweise macht man da ein paar Karotten rein oder noch einen Apfel oder Zitrone oder sowas, aber ich wollte jetzt nicht zu viel trinken. Jetzt mal probieren, wie er schmeckt. Bah, Rucola und Spinat, nicht so eine gute Kombi. Viele sagen, man soll den langsam trinken. Sowas kann ich nicht langsam trinken. Es sind auch keine Kohlenhydrate drin. Das sind im Prinzip jetzt nur Grünzeug, Chlorophyll, Mineralien, Vitamine. Und ich bin der Meinung, man kann ihn auch schnell runterschütten, solange einem davon nicht schlecht wird. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich liebe es. Lecker! Gut, also ich habe eine halbe Packung Spinat, so eine große Packung Spinat, gerade gegessen, getrunken und eine Portion Rucola, ich glaube es waren 125 Gramm. Ich trinke noch mal ein Schluck Wasser nach. Ja, es ist schon 10, mir geht. Ah, Mann. Und ist halt eine gute Möglichkeit, genügend Grünzeug in sich reinzubekommen.
momentan, ich habe eine ganze Weile grüne Smoothies getrunken und jetzt bin ich wieder ein bisschen davon abgekommen, habe jetzt mal Lust, jetzt wieder Säfte zu trinken. Wir haben ja diesen Entsafter und jetzt mache ich mir einfach jeden Tag einmal einen grünen Saft. Jetzt habe ich es hinter mir. Jetzt habe ich, wir haben jetzt 11 Uhr, quasi meine Vormittagsdosis Grünzeug intus. Und ja, kann ich das nur empfehlen. Gibt natürlich noch ganz andere Entsafter, gibt auch günstigere Entsafter, aber der ist so wirklich von der Verarbeitung her einer der besten und kann ich nur empfehlen. Aber wie ihr jetzt gesehen habt, man kann auch Grünzeug damit entsaften, geht ziemlich gut. Man muss ihm halt nur ein bisschen Zeit lassen und nichts mit Gewalt machen, weil wenn man was mit Gewalt reinstopft, dann verschlingen sich diese Faserteilchen dann überall und dann wird es schwer, den wieder sauber zu machen, aber so ist es jetzt eine Sache von 5 Minuten, den sauber zu machen. Also, macht's gut. Ich hoffe, diese Frage hat, diese Antwort hat eure Frage beantwortet, ob man damit auch grüne Säfte machen kann. Kann man. Horizontale Entsafte sind klassischerweise mehr geeignet, wenn man nur Grünzeug entsaftet, aber der ist halt super, wenn man auch Karotten, Äpfel und Zitronen und Orangen und sowas entsaftet, dann ist der die bessere Wahl. Bis bald. Tschüss. Herzlich willkommen. Hallo. Heute gibt es einen Produkttest und zwar von dem Kuhwings Whole Slow Juicer. Und zwar zur Erklärung, ich stelle mal die Kamera gerade beiseite. Hallo, ich muss das mit 2 Kameras machen. Ich hoffe, ihr könnt es dann sehen, wie ich das alles mache. Es ist ein bisschen kompliziert immer mit diesen Geräten, vor allem wenn es so viele Teile sind. Ich lege einfach mal los. Und zwar ist das quasi so die neueste Generation dieser Slow Juicer.